Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es meine am 5. meist benutzten Köpfe, also man könnte auch sagen meine 5 Lieblingsköpfe. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da bin ich wieder mit meinem Video zu meinen Top 5 am meisten benutzten Köpfen. Wir starten auch direkt mit meinem 5. Lieblingskopf, könnte man sagen. Und das ist dieser hier, die Mahalla Ball. Ich weiß nicht genau, wie das Modell heißt. Ich kann euch auch nicht sagen, wo man ihn kaufen kann in Deutschland, beziehungsweise ich kann euch sagen, dass man ihn nicht kaufen kann in Deutschland. Es ist ein brasilianischer Kopf, der meiner Meinung nach ultra schön ist. Ich habe den auf der Messe gesehen, bei dem Kollegen von Mahalla. Und er hat mir den zum Glück mitgegeben, ansonsten wäre ich da auch nicht dran gekommen, weil aus Brasilien bestellen nicht so easy und wenn dann sehr, sehr teuer. Aber der hat mich optisch einfach so abgeholt und gerade auf so Pfeifen wie die hinter mir, die eine weiße Rauchsäule haben, passt der einfach so unglaublich gut. Ihr kennt den Kopf bestimmt schon aus vielen, vielen Instagram-Stories. Das ist nämlich immer der, den ich auf meine Amazon-Hooker packe. Die hat auch eine weiße Rauchsäule und da sieht das einfach so unglaublich schön aus, wenn man da diesen weißen Kopf drauf packt. Der hat nur hier dieses kleine goldene Element und ist ansonsten wirklich rein weiß. Es ist ein Funnelkopf mit einem relativ breiten Depot, aber einem sehr flachen Depot. Das heißt, er eignet sich besonders gut, wenn man mit Vollkontakt oder mindestens mal mit Noppenkontakt rauchen will und frisst dementsprechend auch gar nicht so viel Tabak. Ja, da der meistens auf meine Amazon läuft, ist da auch meistens Black Nana drin. Ihr wisst ja, ich rauche davon immer noch sehr, sehr viel. Und dementsprechend rauche ich auch diesen Kopf sehr, sehr viel und es ist auch ein sehr, sehr guter Kopf. Ich habe nichts, was ich an diesem Kopf bemängeln könnte, nichts, was ich verbessern würde. Ich finde ihn sehr, sehr gelungen. Das flache Depot ist relativ tabaksparend, trotz dass er so breit ist, dass eine Smokebox oben drauf passt. Und overall einfach ein sehr, sehr guter Kopf und ich hoffe, dass Mahalla auch noch mit weiteren Köpfen nach Deutschland kommt, beziehungsweise überhaupt nach Deutschland kommt, weil der überzeugt auf jeden Fall schon mal sehr. Der nächste Kopf auf meiner Liste ist der Upgrade Form Mini. Den kann ich euch gerade schlecht zeigen, weil ihr seht ihn schon hier hinten oben drauf. Ich rauche nämlich gerade eine Runde Darkside. Es gibt übrigens den Darkside Cola gemischt mit Lemon Blast und einem Hauch Supernova, falls ihr euch das fragen solltet. Der Upgrade Form Mini ist ein unglasierter Tonkopf, der eine sehr, sehr eigene Textur hat. Also er fühlt sich sehr besonders an, er ist sehr rau. Man bleibt praktisch mit der Haut schon fast hängen. Er hat sehr, sehr große und viele Löcher unten drin und der Upgrade Form Mini hat auch noch ein etwas kleineres Depot als der große Bruder. Deswegen ist er etwas tabaksparender, aber es passt immer noch genug rein für eine gute Stunde, manchmal sogar bis zu anderthalb Stunden. Ich benutze ihn meistens, um Darkside zu rauchen. Den rauche ich nämlich sehr, sehr gerne fluffig mit ein bisschen Abstand zur Smokebox. Also es sollte am besten am Ende kein Tabak unten an der Smokebox hängen. Und dafür eignet sich der Upgrade Form Mini einfach unglaublich gut. Und da ich in letzter Zeit echt viel Darkside oder generell russischen Darkblend rauche, ja, ist der Kopf eben sehr, sehr oft im Einsatz und deswegen die Top 4 auf meiner am meisten genutzten Köpfeliste. Platz Nummer 3 ist die Hooker John Harmony Bowl in Kooperation mit Somo. Das Einzige, was bei der Kooperation mit Somo anders ist, ist, dass die Colorways ein bisschen anders sind. Finde ich ziemlich cool, gibt es sonst nämlich nicht und deswegen eigentlich ein ganz nettes Detail. Die Harmony Bowl ist sehr, sehr ähnlich zu dem Mahalla Kopf, das heißt, es ist ein relativ flacher Funnel, in den dadurch, dass er so flach ist, dann doch nicht so viel Tabak muss, obwohl er relativ breit ist. Der Kopf eignet sich perfekt, um mit einer Smokebox drauf zu rauchen, also er hat die perfekten Maße, dass dann eine Smokebox, also die ganz normale Callout 1 oben drauf passt. Ich rauche sehr, sehr gerne mit der Smokebox und da in dem Kopf fast alles läuft, rauche ich ihn super gerne. Sowohl Dark Blend als auch Somo als auch normale deutsche Virginia Sorten laufen hier drinnen einfach wunderbar. Ihr habt eine krasse Geschmacksentfaltung, eine super Rauchentwicklung durch die riesen Auflagefläche, die ihr habt. Ja, einfach ein sehr, sehr häufig genutzter Kopf von mir. Auch mit dem Kopf bin ich unglaublich zufrieden. Und das Einzige, was ich hier dran bemängeln kann, ist, dass die halt handgemacht in den USA sind. Eigentlich was Cooles, aber was nicht so cool ist, sie weichen manchmal relativ krass voneinander ab. Also meine ist relativ flach, aber zum Beispiel die von meinem Kumpel Chris, aka Shisha God auf Instagram, der hat eine relativ tiefe Mami Boy, wollte ich schon was sagen, da nehme ich ja schon fast was vorneweg. Der hat eine sehr, sehr flache, eine sehr tiefe Harmony Boy bekommen und deswegen frisst sie bei dem echt ordentlich Tabak. Und wenn ihr so eine Tiefe bekommt, ist der Tabakverbrauch auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Das wäre das Einzige, was ich daran bemängeln kann, weil funktionieren tut der Kopf auf jeden Fall hervorragend. Platz Nummer 2 auf meiner Lieblingsköpfe-Liste ist der Alpaca Predator.
Eigentlich ist der Alpaca Predator nichts anderes als eine Suri Bowl, die noch eine kleine Bridge über dem Funnelloch hat. Das heißt, ihr habt hier einfach noch diese kleine Strebe, die über das Loch geht, soll verhindern, dass ihr die Alufolie anzieht. Da nehme ich auch schon vorne weg, wie man den Kopf am besten raucht. Der Kopf ist zu klein für eine Smokebox, deswegen den auf jeden Fall mit Alufolie rauchen. Ich nehme da am liebsten eine Lage Panzer-Alu. Ich finde sogar im Moment am besten die von Somme. Die ist noch ein Ticken besser bzw. ein Ticken dicker als die Panzer-Alu, die man so auf den Rollen bekommt. Und generell Panzer-Alu, was ich dazu sagen muss, wenn ihr noch keine Panzer-Alu benutzt habt, sondern immer Haushalts-Alu nehmt, holt euch definitiv mal Panzer-Alu. Es ist viel, viel angenehmer, sich nur um eine Lage Alu Sorgen machen zu müssen, als um vier Lagen Haushalts-Alu. Der Kopf ist ein Funnel, wie gesagt, mit einer Bridge oben drüber, relativ kleines Depot. Deswegen benutze ich den vor allem gerne, um mit Alufolie ein Overpack zu rauchen, sei das jetzt fluffig oder relativ kompresst, also relativ kompakt gebaut, also den Tabak ein bisschen angedrückt. Funktioniert immer hervorragend gut. Die kleine Bridge, wie gesagt, ist dafür da, dass ihr nicht sofort die Alu anzieht, falls die Spannung mal nicht auf 100% ist. Ihr spart relativ viel Tabak im Vergleich zu einer Harmony Bowl, da muss definitiv weniger rein. Deswegen ultra angenehm, den ab und zu rauchen und gerade für Somo mein am meisten genutzter Kopf. So, und dann kommen wir auch schon zu meinem Lieblingskopf im Moment, beziehungsweise meinen am meisten genutzten Kopf, den ich im Moment so rauche. Und das ist die Japona Mummy Bowl. Viele von euch werden sie schon kennen, viele werden sich die auch im Moment kaufen wollen und sie ist fast überall ausverkauft. Und zwar aus guten Gründen. Bitte fragt nicht unter dem Video, wo kann ich noch eine kaufen? Weißt du, wo ich noch eine kriege? Ich bekomme die Frage so oft und ich muss leider immer sagen, Leute, ich weiß nicht, wo man gerade noch eine bekommt. Freunde von mir waren letztens extra unten in Stuttgart bei einem Shop. Der hat keinen Online-Shop, die sind extra nach Stuttgart gefahren, 3 Stunden lang, um sich diesen Kopf noch zu holen. Die haben natürlich noch ein paar andere Sachen in Stuttgart gemacht, also sie haben einen kleinen Städtetrip draus gemacht. Aber Hauptgrund war, die Mummy Bowl sich zu holen. Der Niklas hat den bei mir auch schon häufig geraucht, war sehr überzeugt von dem Kopf und wollte den auch haben. Was ist das Besondere an dem Kopf? Ihr habt eine kleine Lippe unten drin, also an sich ist es erstmal ein normaler Funnel mit kleinen Airflow-Schlitzen im Funnelloch, aber dadurch, dass ihr diese Lippe habt, passt da einfach unglaublich gut eine Smokebox oben drauf. Auch da nehme ich den normalen Callout 1, hat aber auch schon den Callout 2 oben drauf und der hat auch sehr, sehr gut gepasst. Das Tabakdepot ist für einen Kopf, wo eine Smokebox drauf passt, unglaublich klein, das heißt für einen Kopf mit Smokebox mit das Tabaksparendste, was es im Moment so gibt. Eine günstigere Alternative wäre der Sapphire Fun One. Der ist relativ ähnlich aufgebaut, aber vom Ton ein kleines bisschen anders. Er ist auch relativ teuer, er kostet knapp 30 Euro, aber meiner Meinung nach absolut wert, weil ich rauche da wirklich jeden Tabak drin. Von Hukain, was ja einer der hellsten Virginia-Sorten ist, die es so gibt, bis hin zu Darkside oder auch Must Have, also schwarzen russischen Tabak, läuft hier echt einfach alles drin. Und deswegen im Moment mein am meisten genutzter Kopf. Leute, ihr werdet euch vielleicht wundern, dass kein KS-Apo mehr da drin ist. Ich muss einfach sagen, ich bin fast komplett weg vom Apo und auch vom Werkbund Spot. Also Mehrlochköpfe, eigentlich nur noch der, wenn es um russische Sachen geht. Ansonsten wirklich sehr, sehr selten, dass ich mal einen Mehrlochkopf rauche. Höchstens dann den Solaris, der so meine Alternative zu dem Upgrade vom Mini wäre. Aber ja, fast kein Apo mehr, gibt mir einfach nicht mehr so viel. Die Geschmacksentwicklung und die Rauchentwicklung im Funnel ist einfach 1000-mal besser und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dann kann man einfach nicht mehr zurück zum Apo gehen. Was ich mich jetzt noch frage wäre, was sind denn so eure am meisten genutzten Köpfe? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare und auch gerne eine Meinung zu meiner Top 5. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so sein sollte, wie immer gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.